Das ist ja das Schöne an meiner Familie. Sie liegt ja offen wie das sprichwörtliche Buch. Ich kann jederzeit auch sowohl im Internet als auch bei uns in der Bibliothek nachschauen und kann mich informieren über die Vorfahren als Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Irgendwie finden Sie hoffentlich alle Ihre Wurzeln. Jeder hat nämlich die Wurzeln ein bisschen hier. Und das ist das sehr, sehr Spannende. Das, was eben erhalten ist, ist der Öffentlichkeit zugänglich und das ist ja das, was zählt. Das ist eigentlich die große Welt der Burg Hohenzollern. Sie ist eine der wenigen belebten Burgen, ich würde sagen, in Europa. Es geht nicht nur darum, die meisten Besucher zu haben, sondern es geht auch darum, glückliche Besucher zu haben. Es geht um die Verweildauer von Besuchern. Es geht um neue Erwartungshaltungen von Besuchern heute im Vergleich zu damals. Es geht um neue Mobilitätskonzepte. Und so verändert sich die Welt täglich und es ist so spannend mitzugehen und nach vorne zu gehen. Und das ist etwas, was ich so furchtbar gerne mache. Vorausgesetzt, man hat den nötigen Idealismus, Enthusiasmus und Begeisterung für das Ganze. Und mit Blick auf die nächste Generation bin ich da eben sehr zuversichtlich. Also es ist schon äußerst spannend, was hier passiert. Wenn im 19. Jahrhundert die Flagge des Königreichs Preußen auf der Burg Hohenzollern wehte, dann war davon auszugehen, dass der König anwesend war. Dies war ab 1850 gelegentlich der Fall. Die Hohenzollernsche Lande, das waren die Fürstentümer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen, gingen im Zuge der Revolution von 1848 im Königreich Preußen auf. Die regierenden Fürsten der beiden souveränen Staaten dankten 1849 zugunsten des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Ab. Beide Familienzweige hatten mit Preußen spätestens im frühen 18. Jahrhundert mit dem brandenburgischen Kurfürsten und ersten preußischen König Friedrich I. Erbverträge geschlossen. Die Übertragung der Souveränität beider Fürstentümer erfolgte sodann im Frühjahr des Jahres 1850. In jenem Jahr erfolgte auch die Grundsteinlegung für die dritte, heute noch vor uns stehende Burg. Gedanken an einen Wiederaufbau der bis dahin zur Ruine verfallenen Anlage griffen möglicherweise jedoch bereits 1819 Raum. Der Romantik zugetane preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm machte damals auf dem Weg nach Italien auch in Hechingen Station und bestieg den Burgberg. Zu dieser Zeit hatten die letzten österreichischen Truppen die Burg bereits seit gut 20 Jahren verlassen und die Anlage sich selbst überlassen. Was den ohnehin etwas zu Sentimentalität neigenden Charakter des Kronprinzen hier emotional bewegte, war offenkundig die Mischung aus den Wurzeln einer langen Familiengeschichte und der bis auf die Michaelskapelle fortschreitenden, verfallenen Stammburg seiner Vorfahren. Eine erste Anlage bestand bereits zwischen dem 11. Jahrhundert und dem Jahr ihrer Zerstörung, 1423. Gut 30 Jahre später wurde mit dem Neubau einer zweiten Burg begonnen und diese dann während des Dreißigjährigen Kriegs von Württembergern besetzt, anschließend von den Habsburgern, während des österreichischen Erbfolgekriegs 1744 kurzzeitig von französischen Truppen und in der Folge wiederum von Österreichern erobert. Zu dieser Zeit hatte sich der fränkisch-brandenburgisch-preußische Zweig der Hohenzollern, der sich im Hochmittelalter ausbildete, im dynastischen Gefüge Europas längst fest etabliert und seine Familienmitglieder eigene, bedeutende, vielfältig bauliche Spuren im märkischen Sand hinterlassen. So verwundert es dann auch nicht, dass mit Friedrich Wilhelm IV., jenem Mann, der viele Jahre zuvor bewegt vor der Burgruine stand und zu den eifrigsten Förderern in der Architektur zählte, den Wiederaufbau der Burg beauftragte. Friedrich Wilhelm IV. Griff mit der Planung auf Friedrich August Stüler zurück, der als Schinkelschüler insbesondere in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bedeutende Bauwerke plante und umsetzte, wie etwa die Friedenskirche und das Belvedere in Potsdam, das neue Museum in Berlin oder Schloss Stolzenfels am Rhein. Die Fertigstellung der dritten Burg im Jahr 1867 sollten weder der Architekt noch sein königlicher Auftraggeber erleben.
Ob schon die Burg in den vergangenen 150 Jahren keine Kriegsschäden erleiden musste und auch nicht die typischen Enteignungs- und Verfallsgeschichte und damit einhergehend keine Brüche in der Nutzungskontinuität vieler Häuser im 20. Jahrhundert aufweist, so sind doch die Herausforderungen an die Erhaltung der Anlage ganz typisch. Auch als wir auf der Burg sind, weht eine Flagge. Untrügliches Zeichen also, dass der Hausherr auf der Burg zugegen ist. Wir sind verabredet mit Georg Friedrich, Prinz von Preußen, und der Verwaltungsleitung der Burg, Frau Dr. Anja Hoppe. Sie geben uns Einblicke in den Alltag der Burg, den Umgang mit baulichen Herausforderungen und fortwährenden Überraschungen, die laufende Unterhaltung eines Denkmals, unentdeckte Räume und wie es ist, wenn eine japanische Hochzeit und ein Ministerpräsident in einem Burghof aufeinandertreffen. Was bedeutet es für Sie, Teil dieses Denkmals zu sein, vor allem vor der Historie der Familie? Erfüllt mich mit Stolz. Also die Burg ist deutlich über 150 Jahre alt. Ich selber bin jetzt aber auch schon seit 30 Jahren Chef des Hauses und somit auch 30 Jahre so in die Geschicke und dem Werden der Burg beteiligt. Und das ist ja nicht ein unwesentlicher Anteil, auch wenn 150 oder 160 Jahre ein so langer Teil sind, sind auch 30 Jahre davon schon ein relativ langer Zeitraum. Und zu sehen, dass die Burg eben so dasteht, wie sie dasteht, erfüllt mich hauptsächlich mit Stolz. Und Sie sind ja auch ein nicht wegzudenkender Teil der Burg. Wie ist es für Sie? Ich würde sagen, wenn es nicht die Menschen gegeben hätte über all die Jahrhunderte, die sich um die Burg und ihre Mauern und Steine gekümmert haben, dann würde sie in ganz schneller Zeit zu Staub zerfallen. Und so ein Gebäude ist doch nur aus Stein und die Menschen machen es. Ich bin nur einer davon. Viele werden mir folgen, viele waren vor mir, aber ich finde es großartig, dass ich das machen darf, weil wie gesagt, es ist meine Mission. Das gesamte Interview finden Sie als Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen unter dem Namen der Gutshauspod. Für mehr Bildmaterial und Text besuchen Sie uns gerne auch auf unserer Webseite www.dergutshauspod.de.